Houston, wir haben ein Problem. Berge beweisen die flache Erde. Auweia. Drei verschieden hohe Berggipfel, die aus dem richtigen Winkel betrachtet auf einer Sichtachse zu liegen scheinen, sollen die flache Erde beweisen. Machen wir doch gemeinsam einen Ausflug in die Nordwestschweiz zum Aussichtspunkt Bölchenfluh, westlich der Stadt Olten. Von diesem 1099 Meter hohen Gipfel aus hat man einen herrlichen Blick über die Kantone Solothurn und Basel-Landschaft bis hin zu den französischen Vogesen. 2 Kilometer nordwestlich des Aussichtspunktes befindet sich der 1063 Meter hohe Schellenberg, der aus der Perspektive des Aussichtspunktes eine sehr markante Dreiecksform hat. Damit zeigt er fast wie eine Pfeilspitze auf den 90 Kilometer entfernten Tät-de-Felli-Ring in den Vogesen, der mit 1223 Metern über 120 Meter höher als die Bölchenfluh ist. Die These besagt, dass laut der Webseite EarthCurve Calculator, deren Link ihr in der Videobeschreibung findet, ein 90 Kilometer entferntes Objekt 635 Meter hinter dem Horizont versinken müsste. Von dem 1223 Meter hohen Berg dürften also nur die obersten 588 Meter sichtbar sein und müssten somit vollständig vom Schellenberg verdeckt werden. Tatsächlich aber scheint der Tät-de-Felli-Ring den Schellenberg noch ein kleines Stückchen zu überragen, was beweist, dass die Erde flach ist und die 635 Meter Erdkrümmung nicht existieren. Oder hat hier womöglich jemand einen Knick in der Optik? Fangen wir doch mal beim EarthCurve-Calculator an. Wenn wir lediglich die Distanz von 90 Kilometern als Berechnungsgrundlage nehmen, verrät uns das Ergebnis, wie eine Ameise auf Meereshöhe die Welt sehen würde. Wenn wir aber die Höhe von 1099 Metern ebenfalls in das Programm eingeben, verschiebt sich die Horizontlinie auf eine Entfernung von 118 Kilometern und liegt damit deutlich hinter dem 90 Kilometer entfernten Berg. Damit wäre bewiesen, dass die Erdkrümmung aufgrund der hohen Position des Betrachters keinen Einfluss auf die Sicht zu den Vogesen hat. Als nächstes möchte ich den Mythos bestätigen, dass man nach unten schauen muss, um die weit entfernten Vogesen zu sehen. Wenn wir vom Gipfel des Bölchen auf den Schellenberg schauen, müssen wir tatsächlich 36 Meter hinunterschauen. Gemäß der mathematischen Formel Gegenkathete geteilt durch die Ankathete ist gleich Tangens Alpha erhalten wir für Alpha einen Winkel von ungefähr 1,03 Grad, den wir nach unten schauen müssen. Wenn wir auf ungefähr 1070 Meter herabsteigen, von wo aus wir den Schellenberg und den Tät-de-Felli-Ring nahezu in einer Linie sehen, verkleinert sich der Winkel bei nur noch rund 7 Meter Höhendifferenz auf nur noch 0,2 Grad. Wir blicken also in beiden Fällen nahezu waagerecht auf die Berge. Selbst wenn man noch einige weitere Faktoren wie zum Beispiel die eigene Augenhöhe berücksichtigt, wird der Winkel immer irgendwo zwischen 0 und 1 Grad liegen. Somit wäre bewiesen, dass wir nur ganz minimal nach unten schauen müssen, was wir vor Ort als absolut waagerecht wahrnehmen. Abschließend möchte ich noch den Mythos bestätigen, dass sich die Vogesen vom Betrachter wegneigen, denn das lässt sich durch eine einfache Dreisatzrechnung beweisen. Der Neigungswinkel Beta verhält sich zu einem 360-Grad-Vollkreis wie die Entfernung von 90 Kilometern zum Erdumfang von 40.000 Kilometern. Bevor die Skeptiker gleich wieder aufschreien, der exakte Wert für den Erdumfang wird auf diesen Großkreis minimal abweichen, aber bei einem Äquatorumfang von 40.075 Kilometern und einem Polumfang von 39.940 Kilometern sind 40.000 Kilometer ein handlicher Mittelwert. Wenn wir diese Gleichung nach Beta auflösen, erhalten wir einen Neigungswinkel von ungefähr 0,81 Grad. Nochmals der Hinweis an die Skeptiker. Ich sage bewusst ungefähr, weil ich den Großkreisumfang nicht genau kenne.
Setzt man wahlweise den Äquatorumfang oder den Polumfang in diese Formel ein, erhält man Werte zwischen 0,808 Grad und 0,811 Grad. Letztendlich kommen wir aber dennoch zu einem versöhnlichen Ergebnis, sowohl für die Anhänger einer flachen Erde als auch für die Bewohner der Erdkugel. Ja, die Vogesen neigen sich vom Betrachter weg. Allerdings ist der Neigungswinkel von ungefähr 0,81 Grad auf eine Entfernung von 90 Kilometern nicht wahrnehmbar, weshalb die Erde flach und die Berge aufrecht erscheinen. Lasst uns gemeinsam weiter am Ball bleiben. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.